Ja, hallo, jetzt sind wir hier in diese Drogerieladen. Da habe ich ja schon gefilmt gehabt. Das seht ihr jetzt nochmal von außen. Und hier sind jetzt diese einzelnen Schokoladenautomaten quasi. Der grüne funktionierte erst nicht. Da haben wir jetzt von Techniker, da haben wir Geld eingeworfen und der Techniker hat uns dann quasi die Schokolade ja, gegeben, weil das Gerät die klemmte, die Schokolade. Jetzt funktioniert es, denke ich mal, wieder. Okay. Puh, hier seht ihr mich. Ah ja, wo auch immer. Ja, okay. ja, genau. Also finde ich interessant. Die haben sogar einen Spiegel mit drin. Da seht ihr mich. Okay. Genau, also es sieht schon echt cool aus. Es sind irgendwie so eine Schokoladenautomaten, wo dann Schokolade rauskam, quasi. Und gehen wir aufpassen, da ist eine Frau. Da sieht irgendwie aus, wie sie mit Filme. Ja. Genau, und hier seht ihr halt eben diese ganzen schönen Automaten. Ich finde das irgendwie cool. Kann man das so aufmachen? Oh ja. Was steht da drauf? Gartmann Chocolate, CHI Gartmann. Aha, Antonio, also ähnlich. Das sieht auch lustig aus. Mal gucken, was da drauf steht. Entwurf nur in 10 Pfennigstücke. Gültiger Währung, nicht Funktion, Knopf drücken. Einwurf, nicht Entwurf. Einwurf, Rollen und Süßigkeiten. Einwurf zum Pfennig. Hier seht ihr mich wieder. Oh Mann, ey. Ist ja cool, dass die mal so einen Spiegel haben. Ich frage mich mal, warum die so einen Spiegel haben. Da steht auch noch was drauf. Bleiben Sie hier gleich stehen und probieren Sie diese Füllungen. Prämienautomat, Schokolade, Konfekt. Na gut, Achtung, jede Füllung enthält einen wertvollen Prämienschein. Okay, sieht doch irgendwie witzig aus. Ich finde es so interessant, wie die so das aufmalen, alles so. Niedlich. Echt putzig. Kann man das lesen? Oh, ganz schwierig zu lesen, na gut. Da oben steht auch noch was. Willst du lachen, kannst du es hier. Spende nur 10 Pfennig mir. Obendrein gebe ich im Nu Süßigkeiten noch dazu. Cooler Spruch. Ja, das ist es, genau. Wie cool. Frometrompeterautom. Ja, lesen über die Kamera. Oh, Hammer. Na, Christian, du sagst gar nichts. Er lacht wieder und schaut gerade hier. Schwer beeindruckt. Ja, genau, er ist gerade am Schauen. Das ist komisch, als ob du hier Geld reinwirfst und die. Damit fallen die Kegel um oder so. Oh, Pfefferminz. Pfefferminz? Wieso mit Ü? Okay, wohl. Wunder mich, warum da Ü? Okay. Christian, du musst mal kurz vor, weiter. Oh, Hammer. Aber was mich immer wundert bei diesen Dingern, warum haben die einen Spiegel? Oh, jetzt ist eine Frau drauf. Oh, sorry. Es sei denn, du möchtest mit drauf sein. Es wird in YouTube reingestellt. Nur als Vorwarnung. Deswegen sage ich das lieber. Wegen Rechte und so. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute mit drauf sind, aber ich kann es nicht ganz verhindern. Ne? Hier ziehen. Okay. Sächsische Automaten und Türschließer. AG Dresden A. Ah ja, sehr interessant. Dieser Automat gibt mit IE noch außer wechselnden SIM-Karten noch Prämie. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, was das genau bedeutet. Oh, das sieht auch hübsch aus. Als Windmühle gemacht. Ah ja, finde die echt schön gestaltet, ja. Ja, ist echt krass. Hammer. Das ist echt cool. Da wird selbst mein Schokofeind Christian noch zum Schokofan. Eine Bitterschokolade gab es ja nicht so häufig damals. Ah, das Huhn. Haben noch Geräusche gemacht zusätzlich, ne? Wenn du da Ach so. gekurbelt hast und so. Okay, warum? Warum das eigentlich? Ja, Ein Huhn? für Kinder wahrscheinlich auch Ach so, so, ne? Ist halt Storchautomat. interessant. Wo ist denn der Storch? Ach so, da, Erika, als Figur. Ich habe jetzt nur die Schrift gesehen, genau.
Sehr hochwertig. Okay, genau, das war's. Ne? Gut, das waren erstmal die Automaten.